Sie sind hier, 3. Januar 2019, 13.14 Uhr, von Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Vincent Feigenbutz steigt in seiner Heimatstadt in den Ring. Urheberrecht Getty Images. Der nächste Titelkampf wird für Vincent Feigenbutz ein Heimspiel. Der 23 Jahre alte Supermittelgewichtler trifft in seiner Heimatstadt Karlsruhe auf den Polen Przemysław Opalach. Der Kampf um den vakanten WM-Titel der GBU steigt am 26. Januar in der UFGAU-Halle, ab 21 Uhr live im TV auf Sport 1. Feigenbutz, 31 Kämpfe, 29 Siege, 26 durch K.O., erwartet ein schwerer Gegner. Opalach, genannt The Spartan, ist seit 2013 ungeschlagen. Seine letzten 15 Kämpfe gewann er allesamt, 11 davon durch K.O. In seinem Wohnzimmer will Feigenbutz trotzdem den Ton angeben. Ich bin jetzt schon in einer sehr guten Form. Ich freue mich auf den WM-Kampf gegen Opalach. Das wird ein schöner und packender Fight für die Fans. Und ich fühle mich in der UFGAU-Halle natürlich sehr wohl, sagte ein Junior bei Boxsport. Vor der Battle of Karlsruhe geht es aber auch im Superweltergewicht zur Sache. Ahmad Ali tritt im WM-Kampf in einer für ihn neuen Gewichtsklasse gegen Dennis Krieger an. Ein harter und erfahrener Gegner, doch Ahmad Ali gibt sich vor dem Fight in Karlsruhe selbstbewusst: Ich werde Dennis vorzeitig besiegen und ausknocken. Sport 1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bergen. Mehr.